Moin Moin und damit herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Gogi, und heute starten wir wieder mal rein in eine neue Folge des FIFA 18 Karrieremodus mit dem Club, mit dem ersten FC Nürnberg. Und ja, es ist schon wieder ein bisschen länger her, aber zuletzt ging es ja mäßig weiter in unserer kleinen Karriere hier. Gegen Ingolstadt ein 2:2 und gegen Kiel auch nur ein 2:2. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen, aber so stehen wir aktuell eben nur auf dem 7. Tabellenplatz. Aber heute wollen wir es ein bisschen anders angehen. Wir spielen heute gegen Braunschweig. Die stehen, glaube ich, nicht ganz so gut da auf Platz 14. Und dann schauen wir nochmal ganz kurz wieder in den Kalender. Da war ich ja gerade schon. Dann geht es gegen Sandhausen, auch ein machbares Spiel. Und dann gegen den direkten Konkurrenten aus Düsseldorf. Und heute werden wir es eben so machen, dass wir nur ein Spiel spielen werden und die anderen beiden werden wir simulieren. Das macht mir das Ganze nochmal vom Schnitt ein bisschen einfacher. Ich möchte mich da wieder so ein bisschen ausprobieren, dass ich regelmäßiger die Karriere eben bringen kann. Und ich werde euch eben immer zwischendurch dazu holen, wenn irgendwas Interessantes passieren sollte. Aber wir gehen jetzt als erstes mal in die Simulation gegen Braunschweig und dann werden wir ganz locker flockig zum Spiel gegen Sandhausen switchen. Also, wir starten rein mit der ersten Simulation, die, ich schaue noch mal ganz kurz auf die Elf. Ich habe es jetzt nämlich gerade nicht mehr komplett im Kopf, wie es da aussieht. Ich würde mal einfach mal die bestmögliche Truppe erstmal auf den Platz schicken. Hier spielen wir mit Kerk. Und der Rest, der bleibt erstmal so. Everton fällt ja noch ziemlich lange aus. Von daher haben wir da in der Abwehr eben, sind wir da momentan ganz ordentlich aufgestellt, aber es geht besser. Gut, wir gehen mal in die Simulation und hoffen einfach mal, dass wir das hier gegen den Club, nicht gegen den Club, sondern gegen Braunschweig schaffen. Möwald früh mit dem 1:0. Und dann schauen wir mal. Und am Ende wird es ein 1:1. Wir haben am Ende sogar noch Glück. Boland verschießt den Elfmeter. Markreiter kassiert ganz zum Schluss nochmal eine gelbe Karte. 1:1 gegen Braunschweig, das geht auf jeden Fall besser. Gegen den Tabellen 14. da kann man schon mal gewinnen. So, das Training wollen wir ja nicht vergessen. Darum nehmen wir das auch nochmal mit rein. Schauen mal, ob Bredlo verbessert sich nochmal in Flugparaden und Stellungsspiel. Aber sonst nichts Interessantes. So, am Spieltag angekommen beim Spiel gegen Sandhausen. Wir machen sogar das erste Spiel des Spieltages am 1. Dezember. Ist ein Freitag. Von daher gehe ich mal davon aus, dass wir, dass wir die Ersten sind. Aktuell sieht es wieder, ja, schlecht aus. Trübes Mittelfeld, das ist aktuell das, was hier bei uns in Nürnberg ansteht. Und es geht gegen, ja, einen weiteren Konkurrenten, Platz 10, Sandhausen. Die haben 4 Punkte Rückstand. Wenn wir verlieren sollten, dann wird es da richtig brutal eng. Dann kommen die nämlich auf einen Punkt dran. Andernfalls, wenn wir gewinnen sollten, können wir wieder einen ordentlichen Satz nach vorne machen bis Platz 5. Aktuell wäre es theoretisch möglich. Von daher hoffen wir einfach mal, dass wir jetzt so, ja, doch ein gutes Spiel machen. Es ist ein Heimspiel. Ich weiß nicht genau, wie das mittlerweile in den FIFA 18 Simulationen ist. Ob das noch großartig eine Rolle spielt, ob du dann auswärts oder zu Hause spielst. Ja, genau. War doch richtig. Aber bis jetzt, nach einer, ja, über einer halben Stunde ist immer noch nichts passiert. Ishak mit dem 1:0. Das ist wichtig. Teuchert kommt für Srelak. Kammerbauer kassiert gelb. Und jetzt das Ganze nach Hause tragen. Teuchert mit dem 2:0. Das sieht gut aus. 10 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Und das soll es wohl gewesen sein. Wir holen endlich mal wieder 3 Punkte. Nach 3 Unentschieden in Folge waren es jetzt, glaube ich. Holen wir endlich mal wieder 3 Punkte. Und klettern tatsächlich zumindest erstmal. Das Spiel von Darmstadt steht noch aus. Wir ziehen sogar an Düsseldorf aktuell vorbei. Die spielen aber beide noch. Von daher mal schauen, wie weit wir da noch fallen. Kammerbauer und Mühl gehen beide sogar noch auf die aufs nächsthöhere Rating. Mühl mittlerweile mit einer 73 und Kammerbauer mit einer 71. Also die entwickeln sich da ganz gut und währenddessen haben auch Darmstadt und Düsseldorf gespielt und beide sind wieder an uns vorbeigezogen. Allerdings haben wir jetzt ja das große Spiel gegen Düsseldorf, sage ich mal, vor uns. Das könnte richtig, richtig spannend werden. Wir mit 25 Punkten, Düsseldorf mit 26 Punkten. Sprich, wir könnten erstmal an den Düsseldorfern wieder vorbeiziehen und mit 28 Punkten aktuell theoretisch die Chance sogar auf Platz 4 zu klettern. An Bielefeld vorbei, aber die müssen natürlich auch erstmal verlieren und wir müssen erstmal gegen Düsseldorf gewinnen. Dann schauen wir mal, was dann bei rumkommt. Darmstadt hat ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Also, wir simulieren erstmal weiter zum Spiel gegen Düsseldorf.
vor dem wichtigen Spiel gegen Düsseldorf nochmal eine richtig gute Nachricht. Die Nachricht, die schwirrte da gerade schon ein bisschen länger rum. Aber Mikael Ishak ist schon wieder Spieler des Monats geworden. Spieler des Monats November dürfte es sein. Sprich, der macht ganz gut auf sich aufmerksam. Aber wir switchen jetzt gleich ins Stadion. Und zwar ins Stadion von Fortuna Düsseldorf. In die Esprit Arena dürfte es sein. Nochmal ein kleiner Zwischenstopp, bevor es dann tatsächlich ins Stadion nach Düsseldorf geht. Wir gucken nochmal eben ganz kurz auf die tabellarische Konstellation. Kiel hat schon gespielt und ist aktuell auf 23 Punkte dran bei uns. Sprich, 2 Punkte Vorsprung haben wir noch auf die Kieler. Wenn wir jetzt gegen Düsseldorf gewinnen, dann, wie gesagt, haben wir ganz gute Chancen. Auf jeden Fall Platz 6 hätten wir dann auf jeden Fall sicher. Und dann mal schauen, wie Darmstadt und Bielefeld sich anstellen. An denen könnten wir nämlich dann theoretisch auch noch vorbeiziehen. Willkommen aus der Esprit Arena zu Düsseldorf. Heute geht es um richtig viel. Wir wollen wieder ja an die Spitzengruppe anknüpfen nach einer bis jetzt, ja man kann schon fast sagen, katastrophalen Saison bzw. einen katastrophalen Saisonstart auf jeden Fall. Mittlerweile punkten wir ja immer, holen zumindest die Unentschieden. Wir sind jetzt seit 4 Spielen, glaube ich, ungeschlagen. Von daher, da sieht es ganz gut aus. Aber wir wollen heute natürlich hier in Düsseldorf auf jeden Fall die 3 Punkte aus Düsseldorf nach Nürnberg nehmen. Sprechen kann ich auch schon nicht mehr. Von daher starten wir jetzt rein ins Spiel gegen Düsseldorf. Erste Möglichkeit für die Fortuna. Und dann ist es auch schon das 1:0. Da haben wir richtig gepennt. 1:0 für Düsseldorf, die aktuell ihren Vorsprung auf uns auf 4 Punkte aufbauen. Und Kujovic ist es am Ende. Gut, viel schlimmer können wir nicht starten. Jetzt können wir vollkommen befreit aufspielen. Jetzt auch mal die erste Möglichkeit für uns. Das ist Srelak und der macht es. Ja, nach 7 Minuten müssten es, glaube ich, sein. 6 oder 7 Minuten nach der Düsseldorfer Führung. Unsere Antwort, Möwald, steckt durch auf Srelak und der macht hier den Ausgleich. Düsseldorf macht weiterhin Druck. Rufen Hennings nach 16 Minuten mit der nächsten Möglichkeit auf die erneute Führung. Jetzt Edgar Salih macht das stark auf Srelak. Freistoßmöglichkeit in der 40. Minute für Fortuna Düsseldorf. Bis hier ein Spiel, wie man es eigentlich hätte erwarten können. Es geht hin und her. Nur eben die Abschlüsse, die fehlen wirklich. Kujovic, der bringt den und Bredlo kriegt noch die Hand hoch. Von daher erstmal keine Gefahr. Die Nachspielzeit hat begonnen. Bis hierhin weiter dasselbe Spiel. Es geht hin und her. Gerade wir mal mit einer kleineren Möglichkeit, aber nichts Erwähnenswertes. Und jetzt ist erstmal Halbzeit. Und jetzt die Düsseldorfer und dann ist es passiert. Rufen, Hennings. Es dürfte eigentlich an der Grenze zum Abseits gewesen sein. Und dann stupst er den da so durch. Bredlo schon auf dem Weg in die andere Ecke. Und dann macht Hennings das ganz, ganz clever. Keine Chance eigentlich für uns, für unseren Torwart, für Fabian Bredlo. Drum steht es jetzt erstmal wieder 2:1 für die Fortuna. Fink verlässt bei Düsseldorf den Platz. Weiß ich genau noch nicht, wer dafür in die Partie kommt. Aber wir haben mal wieder endlich eine Freistoßmöglichkeit. Die führen wir mal kurz aus. Und da ist die Möglichkeit. Und da ist das 2:2. Wieder ist es Srelak. Und das haben wir diesmal gut gespielt. Und insgesamt würde ich auch fast sagen, es geht in Ordnung. Das geht in Ordnung. Hier 2:2 nach 63 Minuten. Auch bei uns gibt es den ersten Wechsel. Edgar Salih wird die Partie verlassen. Dafür wird Gerrit Holtmann in die Partie kommen, weil Salih bis jetzt einfach überhaupt nicht aufgefallen ist. Und da ist Ishak. Mikael Ishak, unser Spieler des Monats November. Und unsere Nummer 9, Topstürmer. Der hat viele Namen und hier macht er das 3:2. Die Führung, 11. Saisontor für Mikael Ishak. Und das war ein ganz wichtiges. Und dann ist der Ball im Tor. Düsseldorf gleicht wieder aus. Und das ist einfach sinnbildlich
für diese Partie. Das Tor ist mal richtig schlecht verteidigt. Aber es ist verdient. Es ist vollkommen in Ordnung, dass es hier unentschieden steht. Und Bredlo, kurzes Eck, den kann er vielleicht sogar haben. Aber natürlich muss das vorher auf jeden Fall besser verteidigt werden. Und jetzt wieder die Fortuna. Aber diesmal ist Bredlo da. Und kann erstmal zur Ecke klären. Die nehmen wir nochmal mit rein. Usami, der bringt den Ball rein und das wird wieder richtig eng. Dritter und letzter Wechsel bei uns. Sebastian Kerk verlässt die Partie, hat ein gutes Spiel gemacht und dafür kommt Cedric Teuchert. Der soll nochmal offensiv ein bisschen Wind reinbringen und hier vielleicht die Partie entscheiden. Am Ende machen wir hier nochmal Druck. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Jetzt gibt es aber nochmal die Möglichkeit für die Düsseldorfer. Wir bleiben drauf. Die Schlussphase nehmen wir jetzt mal komplett mit rein. Das ist Möwald. Und jetzt vielleicht die Möglichkeit. Vielleicht irgendwie nochmal die Möglichkeit. Warum spielt er den hier nicht direkt auf Holtmann? Und dann ist Feierabend. Unentschieden hier in Düsseldorf. Am Ende muss man sagen, es ist verdient, aber es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Wir werfen einen Blick auf die Tabelle und es sieht genauso aus, wie es eigentlich immer aussieht. Und nach 17 Spielen stehen wir weiterhin auf Platz 7. Das ist nicht gut. Es ist auch nicht richtig schlecht, das muss man dazu sagen, aber wenn wir hier gegen Düsseldorf gewonnen hätten, rechnen wir mal 2 Punkte drauf, dann würden wir aktuell auf Platz 5 stehen, wo jetzt eben aktuell die Düsseldorfer stehen. Und wenn Bielefeld dann vielleicht noch verloren hätte, hätte es theoretisch auch noch auf Platz 4 hochgehen können, weil Darmstadt eben gepatzt hat. Aber so sind wir immerhin jetzt noch an Darmstadt dran geblieben. Rückstand auf Platz 3 auf dem Relegationsplatz beträgt noch 5 Punkte. Das ist alles noch machbar. Ich weiß gar nicht, vielleicht spielen Bielefeld und Ingolstadt jetzt gerade vielleicht so sogar demnächst gegeneinander. Dann nehmen sie sich vielleicht auch die Punkte weg. Jetzt am 17. Spieltag. Wir können ja mal drauf schauen. Und wir schauen mal ganz kurz drauf, aber wir sehen schon, tatsächlich spielen die beiden nicht gegeneinander. Bielefeld ist nämlich zu Gast in Sandhausen. Hier bekommen wir nochmal eine ganz wichtige Nachricht rein. Tim Leibold, Kevin Möwald und André Petrak könnten zum Saisonende den Verein ablösefrei verlassen. Wir wollen die Verträge, denke ich, von allen 3 mal verlängern. Aber darum werden wir uns dann wahrscheinlich in der nächsten Folge kümmern. Ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, wenn wir mit einem von den 3 nicht verlängern sollen. Aber ich denke mal, das sind alles, ja, ziemlich wichtige Spieler für uns. Als nächstes geht's für uns gegen den ersten FC Kaiserslautern. Die stehen aktuell auf Platz 18, aber haben auch noch 2 Spiele weniger als die Konkurrenz da. Sprich, wenn die beiden gewinnen würden, auch gegen uns, dann wetten die 17 Punkte, würden damit eben auch nicht mal mehr auf einem Abstiegsplatz stehen, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Aber ich denke, das ist eine machbare Aufgabe und wir sehen auch, dass Düsseldorf ja mehr oder weniger gepatzt hat. Die haben wahrscheinlich dann nur unentschieden gespielt, genauso wie Darmstadt. Sprich, wir haben jetzt die riesengroße Chance, da wieder auf Platz 5 vorzurücken, wenn wir gegen Kaiserslautern gewinnen. Aber das Ganze, das gibt es erst in der nächsten Folge. Es dürfte auch das letzte Spiel vor der Transferphase, vor der Wintertransferphase sein. So ist es. Dann geht es noch gegen Regensburg und gegen Union Berlin. Sprich auch nochmal, ja, ein ordentliches Programm, was uns da in der nächsten Folge erwartet. Aber ich hoffe erstmal, dass es euch heute soweit gefallen hat. Es ist mal wieder ein bisschen was anderes. Ich probiere da wieder so ein bisschen rum. Vom Aufnehmen her hat's mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich weiß jetzt nicht, wie lang das Video am Ende wird, wie es beim Schnitt laufen wird. Mal schauen, ob wir das dann ja zukünftig vielleicht immer so machen. Könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, wie es euch gefallen hat. Und von daher würde ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns vielleicht demnächst auf Twitch. Link ist unten in der Videobeschreibung oder hier eben bei der nächsten Folge. Und von daher verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.